da ist halt dann immer noch die Frage, darf ich mir die Bäume quasi abfällen, weil ich ja die, die Früchte möchte und das Holz dann natürlich dementsprechend wegschmeißen? Oder nicht? Das ist jetzt blöd hier. Na, ist egal. Rein damit. Ist wurscht. Ja. Weg mit dir. So, da passt noch alles. Weil dann nutze ich nämlich die Gelegenheit hier, dass ich dann unter Wasser farmen gehe. Weil... Okay. Holz sollte ich genügend sammeln. Warte mal, habe ich Blätter einstecken? Ja, ein paar. Plastik, ich weiß nicht, warum das Plastik jetzt nach da oben ist. Zack, zack. Holz, Holz brauche ich. Holz. 20 Holz. Jetzt habe ich natürlich eins zu viel, ne? Das ist ja... wo schmeiße ich es hin? Ich fahre in die Richtung, also muss ich es dahinter schmeißen. So. Also. Vier Schrägen. Es musste natürlich jetzt halt noch passieren, ne? Dass ich jetzt... Ich hätte nie gedacht, dass es mir mal gefällt, wenn es regnet. So, eins, zwei, drei, vier. Und dann mache ich wieder meine zwei Schrägen. Also wenn das so... Das wird halt echt übel, ne? Halt, nein! Ich darf nicht runterlaufen. Sorry, oh. Ich darf nicht runterlaufen. Zum Glück noch. Hi. Hi, hi. Komm her. Zwei Piekser habe ich noch. Ich möchte dich jetzt bloß nicht killen. Oh, du killst mich fast, ne? Ja, und dann vergesse ich wieder das Essen und so weiter, ne? Potato Boy, Servusler. Hättest nie gedacht, dass es dir gefällt. Also, ich muss auch sagen, mittlerweile, ich hasse den Regen. Wenn du runterläufst, musst du dreimal hoch am Stück. Was? Also das heißt, ich soll jetzt ja noch dreimal hochlaufen. Oh, ich muss unbedingt mir einen Speer machen. Okay. Dachte ich mir und... Zack. Gut. Okay, einmal. Ich bin einmal runtergelaufen. Also das war, es war zumindest eine Ebene war, bin ich runtergelaufen. Von daher muss ich jetzt. Hallo, hi, Fräulein. Oh Gott, ey, das wird mich noch das Leben kosten. Ich sehe es schon. Vor allem, ich muss was trinken. Wo ist mein Becher? Da. Nein! Ich hab... Oh, verdammt. Das wird dir jetzt halt gefallen, denke ich mir mal. Okay, wo ist... Wo ist... Hai? Da ist Hai. Okay. So, ich brauche trinken, wie gesagt. Ich weiß auch nicht, die Kartoffeln bringen mir, glaube ich, keine Flüssigkeit, ne? Nee. Bringen mir nichts. Ja, ja, ist ja gut. Oh Gott, ich muss so dringend Zeug anbauen, ey. Oh. Beim nächsten Mal. Nee, das wenn dann schon gleich.
Das erinnert mich, dass das Gebilde, was Bärtiger auf einem seiner Schiffe hat. Ach, Mann, heftig. So, wie ich es vorhin gesagt habe, ich hätte erst einmal schauen sollen, dass ich mich erst einmal voll mache, mich voll lade. Ich habe jetzt schon gedacht, ich hätte. Im Grunde kann ich ja alles hier reinschmeißen, was ich so bei mir trage, ne? Also Steine, ich kann auch den Kunststoff reintun. Nur darf ich nichts hier drin haben, was mehr wie zwei Stacks sind. Nein, du beißt mir das Netz ab. Ey, und genau deswegen, ne? Genau deswegen immer drauf schauen, dass ich diesen Speer da hab. Oh Mann. So. Damit wäre schon das erste Netz jetzt weg, ne? Und so schnell geht's. Warte mal. Waffen. Warum kann ich eigentlich nur den herstellen? Also ich brauche noch Planken. Vier Stück. Acht Stück. Seile. Gut. Oh mein. Na gut, der Vorteil ist halt, wenn ich mir dann die Netze herstelle, ich hätte dann gleich nochmal eins in Reserve, ne? So, dann tue ich die gleich hier rein, das da gleich rein. Oh nein! Ich muss die fünf Schrott wegschmeißen. Alter. Nur weil ich den Schrott drin behalten habe. Ich glaube, ich werde narrisch. Es ist wirklich spannend. Also wenn ich muss es halt einfach konsequent durchziehen, ne? Wenn ich jetzt halt fünf zu viel drin habe, dann muss ich die rausschmeißen. So. Was wollte ich machen? Ich wollte mich eigentlich vollfüllen. Ja, genau, weil ich einfach ständig hungrig bin jetzt. Hat Tim nicht gesagt, dass das mit den Netzen entfällt? Nee, Tim hat es nicht gesagt. Er meinte, ich muss das Netz jetzt an eine andere Stelle bauen. Genau das ist nämlich das Problem. Also von daher, ja, muss ich mal gucken. So. Das Dumme ist, ich muss hier vorankommen auch. Ich muss mich erst einmal vollfüllen, bevor ich da irgendwas machen kann. Aber ich darf ja die Bäume trotzdem nicht. Ich darf ja die Bäume trotzdem nicht machen. Ja, Netze dringend verstärken, ich weiß. Ich weiß es, Pity. Ich weiß es. Nur ich brauche ja die Mats dafür. Ein Metall. Okay, warte mal, ich kann. Zumindest da schon mal anfangen. Ja, das stimmt allerdings. Ich habe ja. Warte mal, habe ich. Nee, da muss ich Planken platzieren. Verstärken. Ja. So. Dann muss ich ja ein neues Netz bauen, weil. Hier. Sechs Planken, 12 Seile, Nägel. Herrlich. Also die ersten Dinger sind schon mal verstärkt hier. Das ist ja schon mal die Hauptsache. Deswegen muss ich auch gucken, dass ich hier unter Wasser dann Eisen farme. Ich könnte mir eigentlich, wenn ich genug Mats habe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.
Sechs Stück. Und noch vier Planken. Warte mal, dich kann ich ja wieder wegbauen jetzt. Halt. Oh Gott, das hängt damit dran, ne? Das kann ich wegbauen. Dann habe ich ein Holz wieder zurück. Also ich denke mal schon, dass ich die Sachen, die ich verbaut habe, dass ich die dann auch wieder abbauen kann, ohne Probleme. Weil ich verliere ja im Grunde Material dabei. Also ich meine, bei den Dingen zum Beispiel würde ich Material verlieren, aber die darf ich nicht abbauen. Oder darf ich überhaupt irgendwas abbauen, ist die Frage. Oder ist platziert, ist platziert. Na super. Ich farm dich jetzt komplett, ist mir jetzt egal. Meine erste Trophäe. So, wahrscheinlich heißt dann auch der nächste Hai anders. Ich will mich erst einmal füllen, habe ich ja gesagt, ne? Wobei ich natürlich auf der Insel wahrscheinlich auch was hab. Oh, Mann, ich brauche Holz für eine zweite Schmelze. Also, Haikopf rein. Das Zeug wollte ich mal testen, ob ich das nehmen kann für... Haken habe ich auch keinen. Wie soll ich da unter Wasser farmen, wenn ich keine Haken habe? Es sind voll einige Probleme, die auf einen dazukommen, das sage ich euch. So easy ist das nicht, ne? Bau mal dies, bau mal das. Auf Essen muss ich auch noch gucken. Das heißt also, die Planken verbrate ich auch fürs Essen. Das heißt, ich sollte mir eigentlich dann auch einen Grill herstellen, dass ich da mehr drauf bekomme. Ich habe ja gesagt, nach den 10 darfst du wieder bauen, wie du willst. Ah, okay. Gut, aber die Schräge von Brezel darf ich natürlich nicht wegbauen, weil die soll ja immer höher gehen. Also ich weiß nicht, wo die dann irgendwann ist, aber das wird auf jeden Fall lustig. Vor allem, wenn ich da erst einmal, keine Ahnung, 50 so Dinger nach oben habe. Das reicht ja schon, wenn ich dann da runterspringe. Lustig. Das ist lustig. So. Ich muss gucken, dass ich das da verstärken kann. Aber da brauche ich natürlich ganz viel Eisen dafür. Der Haken hält eh nicht mehr lang. Also jetzt den Heiz niederzumachen, dann darunter zu gehen mit einem Futzelchen an Haken, ist ja auch ein totaler Quatsch. Ja, richtig. Also ich denke, das wird wirklich richtig lustig, von da oben dann runter zu hüpfen. Nicht nur, wenn es 50 sind, sondern wenn das noch höher geht. Und Regen wird ja... Also es wird oft regnen und das habe ich dir gesagt. Es wird sehr oft regnen. Im Grunde hätte das gereicht, wenn das zwei Schrägen gewesen wären und dann Plattform, dann wieder zwei, dann wieder zwei. Das hätte schon gereicht. Weil die Reise fängt ja gerade erst an. So, und ich habe jetzt halt schon kein Holz mehr. Okay, warte mal. Ich kann nicht einmal mehr das Zeug braten. Raus damit. Axt habe ich. Ich tue die Nägel raus. Ich gehe jetzt auf die Insel. Weil alleine aus dem Gesichtspunkt des Essens muss ich die Bäume da abbauen, solange ich hier nicht... Wo ist denn jetzt der dumme Hai? Da. Okay. Der will gerade nicht. So, also alles Holz und Blätter wird natürlich weggeschmissen. Bau dir einen Aufzug, um schneller hochzukommen. Waren da jetzt keine... Habe ich die jetzt mit rausgeschmissen?
Da war noch keine Kokosnüsse mit dran, oder? Palmblatt? Planke. Aber keine Kokosnüsse? Okay, das ist natürlich jetzt halt auch blöd. Da komme ich auch nicht hin. Zumindest nicht so. Ja, danke. Das war echt genau zum richtigen Moment. So, gleich essen. Na hoch, mit dir. Bau dir den Aufzug, um schneller hochzukommen. Je später eine Seilrutsche, umso schneller runterzukommen. Ja, das stimmt allerdings, ja. Eine Seilrutsche kann ich mir ja machen. Jetzt echt? Keine Kokosnüsse? Ich habe hier auch keine Bananen. Oh Gott, ich stehe hier total falsch. Ich muss weiter. Es bringt mir nichts ohne Holz. Das Holz ist hier einfach das Wichtigste mit. Ich muss weiterfahren. Im Grunde habe ich hier schon einen Bruch gemacht, ne? Mit den Kisten. Im Grunde kann man schon sagen, diese Challenge nicht geschafft, weil ich Kisten nur übereinander bauen darf. Und ich habe die eine Kiste da oben hingestellt und hier die nächste. Beim nächsten Regen müsste er runterlaufen, um zur Rutsche zu kommen. Das stimmt allerdings, ja. Die eine Kiste zählt nicht. Ich müsste halt zumindest sagen, okay, dann tue ich die Sachen raus jetzt. Weil das hier jetzt halt mein Kistenstapel wird. Ich tue die Sachen quasi jetzt da rein und dann muss ich eben jetzt halt hier anfangen. Die Kiste wird quasi zerlegt. Also weg damit. So. So wäre die Frage, ne, wo fährt man hin? Startkiste zählt nicht. Okay. Dann vielen Dank. Aber ab jetzt zählt's. Also jetzt hat. Ich habe jetzt irgendwie auch an die überhaupt nicht gedacht, weil ich war die ganze Zeit bei den Kisten und dass ich die dann halt nach oben stacke. Okay, ich kann momentan alles sammeln, was so kommt. So, gleich ein bisschen Holz noch verballern. Gleich noch Eisen schmelzen. Das muss ich gleich mal drin lassen. Blöder Ochs. Mach das Netz da wieder hin, wir sagen es Tim nicht. Tim guckt sich aber später den Stream an und ich möchte nicht beschummeln. So. Ich muss irgendwie... Da die Muscheln habe ich die ganze Zeit hier drin. Warum habe ich die ganze Zeit Muscheln hier drin? Kartoffel. Essen. Danke.
Hatte ich nicht noch Kartoffeln? Ja, da. Da hast du jetzt auf ewig ein Loch. Ja. Würde ich das Netz da wieder hinsetzen? Jetzt habe ich Punkte ausgegeben und das ist kein Schummeln für dich. Wenn ich du wäre, dann würde ich jetzt das Netz wieder hinsetzen. Und das ist kein Schummeln für dich. Okay. Das stimmt natürlich, weil es ist ja, naja, es ist ja so gewünscht, ne? So, warte mal, ich brauche nur. Ha! Ich kann es ja herstellen. Dankeschön! So, aber das Netz, wie gesagt, das kommt jetzt halt hier rein. Das ist halt dann das Reservenetz. So. Ich muss gucken, dass ich noch ein paar Kisten herstelle. Ich muss gucken, dass ich. Jetzt habe ich schon Schrecken gekriegt. Dass ich noch weiter esse. Das Essen geht so verdammt schnell runter. Das ist etwas, was mir gar nicht so vorher aufgefallen ist. Aber nochmal, den tue ich jetzt da rein. So, dann müssen wir da wieder drauflegen. Dann muss ich schauen, dass ich dann gleich wieder meinen. Achso, Nägel. Oh, ich habe ja noch. Ah, warte mal. Bitteschön, diese Unsymmetrie. Er hätte mich die ganze Zeit getriggert. Du brauchst die Suppen, die halten länger vor. Große Insel. Ja, da ist große Insel. Schöne große Insel. Die mir absolut nichts bringt in Bezug auf Holz. Also ich meine, ich kann schön unten durchtauchen, ja, aber wenn ich kein Holz habe, dann kann ich hier auch nicht weitermachen. Das ist eben das, was mich. Das ist das, was mich sehr triggert. Mit dem Holz. Weil ich bekomme Holz nur her, wenn ich fahre. Also von daher sind mir die Inseln jetzt ja gerade mal wurscht. Aber Essen. Essen kann ich mir hier noch anbauen. Kann ich sowieso mal machen, ne? Gleich wieder hier nachfüllen. Ich weiß nämlich auch nicht, was mich da für Tiere erwarten. Zum einen habe ich den Vogel. Ich könnte Bären haben, ich könnte Wildschweine haben, ich könnte was weiß ich was haben da drauf. Und von daher möchte ich das jetzt nicht riskieren. Der Vogel kommt mir schon viel zu nah. Ihr müsst bedenken, ich habe die Mod laufen mit einem random Tier. Das heißt, ich weiß nicht, was mich auf der Insel erwartet. Könnte tatsächlich sein, dass da ein Bär ist. Und ich bin noch nicht ausgestattet. Ich habe gerade mal dieses Futzelchen-Speer. Ich habe keinen Pfeil und Bogen. Also, ja, die nennt sich halt Random Animal oder sowas. Also da kann quasi jedes Tier, da könnten auch die Ratten drauf spawnen. Wenn die Mod funktioniert, heißt es, ne? Da könnten dann sogar die Ratten drauf spawnen. Und von daher riskiere ich das jetzt halt am Anfang nicht. Das ist mir dann lieber auf die Kleinen warten. Juhu, endlich kann ich ein Bild malen. Das rettet mir den Tag. Wie bin ich denn hier aufgestellt? Ey, warum? Ich tue es einfach nur dahin. Aber in dem Moment, wo du hier so ein bisschen dazwischen bist, ne?
und zu früh loslässt, dann lässt du die Dinger fallen, weil irgendwie dieser Rand hier dazwischen das nicht. Ich weiß es nicht. Das ist echt komisch. Und Anker habe ich eh nicht. Und er hier beißt auch schon wieder. Crazy. Schon wieder crazy. So. Es sind tatsächlich viele Sachen, an die man denken muss, ne? Das ist hart. Ja, ich dachte halt mit den Tieren, dann könnte das Ganze noch mal ein bisschen interessanter werden, ne? Das Gebilde an sich ist ja schon sehr interessant. Ihr seid schuld. Habe ich kein Wasser rein? Oh Mann. Ah, jetzt. Ich dachte mir schon, es ist so dunkel. Also ich glaube auch, dass ich das Eisen hauptsächlich dafür verwende, die Dinger hier zu verstärken. Die Netze. Oh yes, nur noch zwei Stück und dann habe ich die Netze schon mal. Wieder ein Geschenkpäckchen. Ich tue mal den Stein nach oben. So, so langsam werde ich dann nämlich auch hier voll. Ich habe jetzt halt hier keinerlei Holz. Ne? Ich brauche noch vier Planken, dann kann ich noch mal ein Ding herstellen. Eine Kiste. So. Ich muss nur ganz kurz dann mal die Sachen von der unteren Kiste rausmachen. Ich würde das nämlich gerne in die Mitte setzen von dem Ding hier. Ich denke mal, das Umsetzen wird okay sein, solange ich die auf der gleichen Höhe lasse. Ich habe mir da vorhin ein bisschen was anderes vorgestellt, aber das hat leider nicht so hingehauen, wie ich mir das gedacht habe. So. Hol sie dir. Oh, komm. Yes. Reingesnappt. Sorry, bin noch da irgendwie, aber hab gerade ein paar Handicaps. Was los? Schmerzattacke, Kopf, Arme, Beine, lol. Wenn dann richtig. Oje, du Arme. Du Arme. Dann gönnt ihr lieber eine Auszeit, als jetzt das hier anzugucken. Ich hoffe, das vergeht bald. So. Das nächste, was ich ja noch machen wollte, ist nochmal einen Rahmen. Da brauche ich ein Holz dafür, so teuer. Zack. So. Jetzt gib mir endlich mein Eisen, mein letztes. Also wenn man auf irgendwas wartet, dann dauert es ewig, ne? Karolinchen, gut, doch immer YouTube oder Streams, wenn sie Schmerzen hat zur Ablenkung. Gut, ja. Alles gut, wenn ich ein Auge zumache, den rechten Arm nicht benutze und meine Beine nicht beachte, hält es sich in Grenzen. Außerdem lenkst du mich ein bisschen ab, das freut mich. Und lieben Dank, genau, Pitti.
So, die letzten zwei Netze. Ohne Nägel. Jetzt, und damit sind die Netze jetzt schon mal verstärkt. Das ist doch schon mal... Ich sollte wirklich schauen, dass ich jetzt erst einmal das, was ich hier an Fläche habe, wirklich fertig mache. Mit Verstärkung.